Prolog. Hackerspray für immer! Auftritt die Jugendgruppe. Das ist auch Otto mit dem Schulbus. Hi. Bis dann. Bis dann. So. Wir sehen uns, Kids. Yeah, Hackett's Quarry für immer. Party. Das sind so jetzt die Betreuer, oder wie? So viele Herzen am Ende des Sommercamps. Totale Romantikalypse. Na, die Kinder werden es nicht sein, würde ich sagen. Oh. So, jetzt bist du dran. Also ich habe jetzt gerade den ersten Part, jetzt darfst du auch mal. Na, ich bin da, okay, er ist zynisch. Er ist zynisch. Okay. Sie kommen drüber weg. Ach, weißt du, ich meine, es sind Kids. Die kommen schon drüber weg. Aha, so wie du über Emma. Was? Das ist was anderes. Oh, du bist nicht deswegen mies drauf. Ich bin nicht mies. Also, ernsthaft, wir hatten unsere Abschiedsnacht. Alles cool. Oh klar, so cool zu verdrängen, dass du deinen Bussi-Bären-Schnuppelzwerg nie wieder siehst. Du hast gelauscht? Na komm schon, durch diese Wände hört man jeden Flur husten. Okay, ich hab's kapiert. Okay, lass das. Hi, Emma. Hey. Okay, das ist... So viel zum platzsparenden Packen, ja? Ah, platzsparend Packen ist für Nerds. Sei so nett und hol den Rest vom Gepäck, ja? Klar, Boss. Schönen Gruß an Emma von mir. Du bist echt bösartig. Ja, das stimmt. Ach, er hat ein gebrochenes Herz. Ach, ist das schade. So, platzsparend packen, ne? Top. Achso, willst du mit ihr nochmal reden? Oder wollen wir uns erstmal umschauen? Tja, sprich sie mal nochmal kurz an. Okay. Achso, wir könnten ja auch eine Karte finden, ne? Jake, Gepäck, vorwärts. Okay, kannst nicht viel machen, muss Gepäck holen. Tiger Lily, ey. Genau, erstmal hinten im Bunker gehen, wa? Geil. Ich hab beim letzten Mal schon so. Oh, wer ist das? Da sitzt da einer. Ja, das ist hier der andere Animateur-Kompagnon, keine Ahnung, wie man ihn nennt. Der raucht doch da Haschisch. Ich seh das doch ganz genau, der raucht doch da Haschisch. Ja, gucken wir mal. Hallo. Hey, was hörst du da? Interessant. Geil. Ja, cool. Super. Alles klar. Interessant. Oh, schön. Irgendwie. Oh, hat er sich ein geiles Plätzchen ausgesucht? Jetzt ist es aber, sag mal, ist es jetzt bevor Max und Co. hier war oder ist es danach? Schwer zu sagen, tatsächlich. Fast sagen, es ist davor. Oh nee. Oh Gott. Die Steuerung ist aber ein bisschen. Gewöhnungsbedürftig, Benni. Ja, gewöhnungsbedürftig. Ja. Jetzt gucken wir uns erstmal die Karte an. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Und dann kannst du ja Trinkspiel draus machen, Alter. So oft, wie du dich hier bringst. So, trinke ich jetzt mal einen Schluck. Oh, geil. So, es wird ein paar Mal noch wahrscheinlich passieren. Wahrscheinlich. Jetzt geht erstmal ganz gemütlich hier die Stufen hoch. Oh, schön. Oh, schön mit am See. Ach, das ist schon geil, so eine Hütte. Also Hütte ist ja so ein Palast, was da steht. Das stimmt. Hi. Hey, helft ihr jetzt mit dem Gepäck oder was? Oh, ich war gerade beim Reparieren der Tür. Sie... Dylan, komm schon. Kaputt. Dylan, bitte. Hallo, was vom Gepäck muss raus? Oh, die Tür. Das ist geil. Hey. Die ist kaputt. Ganz langsam. Das ist cool. Wunderbar. Schön. Der Humor gefällt mir in dem Spiel. Oh, was steht hier? Hackett's Quarry, Summer Camp. Established 1953. Hinweis. So, was haben wir hier? Hinweis. Hackett's Quarry wurde 1953 und wird nach fast 70 Jahren immer noch gern besucht. Aha.
Ah, nee, falsche Taste. Ja, das ist ja der Klassiker, ne? Bei den Amerikanern, wie bei uns damals das Ferienlager, ne? Das Sommercamp. Aber man muss ja wirklich sagen, also wenn ich jetzt die Aussicht so anschaue, ja, so schön mit dem See und da hinten im Wald und oh, sieht schon geil aus. Also, das ist ein schönes Sommercamp. Das kann man es aushalten, mal. Hinten, warte mal. Konntest du jetzt, dreh dich mal nochmal um und geh mal kurz da. Ja, da, genau. Wahrscheinlich die Aussicht. Kannst du in die Aussicht, in die Landschaft sinnieren. Oh, dann gucken wir doch uns mal die Landschaft kurz an. Hier will man doch gar nicht mehr weg. Das stimmt. Ist ja wie aus dem Bilderbuch. Ah, da vorne hast du. Ja? Ja, da vorne hast du dann auch so eine kleine, wie so eine Art Lagerfeuerplatz da, ne? Da wo die beiden Baumstämme sind. Ja, Firepit. Der Firepit. Ach, schon nice. Ach, pass auf, jetzt machen wir hier das Fenster auf, damit wir hier reinkommen oder so, weil die Tür ist ja kaputt. Ja, siehst du. Oh, Lugini, Alter, Lugini. Ja, warum geht der denn aber nicht durch die Tür? Die ist ja. Die ist ja mal nicht kaputt. Haben sie zu ihm gemacht. Oh, Held. Ich finde ihn eigentlich recht cool. Ich will ihn jetzt ja nicht so zynisch eigentlich spielen. Gucken wir mal erstmal, was wir hier noch so im Bücherregal finden. Horror. Oh. Ich hasse Horror. Er wird sterben. Sein Tod, er hat soeben sein Todesurteil unterschrieben. Oh, hier geht's noch weiter. Wir wollen hier weiter kurz gucken. Ist aber, oh Gott, ist das riesig. Ja, tatsächlich erinnert es halt auch da sehr stark an das Vorgängerspiel, ne? Until Dawn. Das spielt ja auch in so einer riesengroßen, verschneiten ja, Berghütte, in dem Falle irgendwie. Ah, okay. Ja, aber der Grundriss, war, die Größe war identisch, sag ich mal so. Das sieht aber auch wieder, also grafisch muss man wirklich sagen, ist wieder ein Leckerbissen. Also ja. Wirklich. Absolut. Oh, Karte, Karte. Mäßigkeit. Die Mäßigkeit, das heißt Balance, Ausgewogenheit und Ausgleich. Oder du schweigst in Exzessen. Mäßigkeit, du hast die Wahl, aber merke dir, manchmal führt Mäßigkeit zum Gewinn in deiner Zukunft. Ja, wenn man es mal eh mal so gelesen und verstanden hat, wa? Also, super. Also, Mäßigkeit. Mäßigkeit könnte zu Gewinn in unserer Zukunft führen. Oh. Gib mir die alte Hexe. Du bist ja auch ausgeglichen, ne? Also zumindest der Charakter hier. Ja. Er ist aber eigentlich so ein sympathischer Dude, finde ich, irgendwie. Mann, was für eine Todesfalle. Ja, bis auf, dass er eben halt irgendwie hart verliebt ist, anscheinend in wer auch immer das andere war. Ich habe den Namen schon jetzt schon vergessen, leider Gottes. Aber, ja. So, die warten jetzt auf die nächste Gruppe oder wie ist es? Nee, ich glaube, die reisen jetzt ab. Also ich glaube, die sind ja alle aus dem Camp jetzt mit dem Bussen irgendwie die Kinder wegtransportiert worden. Also so, ne, nach Hause, wieder zu ihren Eltern. Und die machen jetzt hier noch so ein paar Aufräumaktionen und fahren als Animateure wahrscheinlich danach selbstständig weg. Verstehe. Oder vielleicht wollen sie auch gar nicht wegfahren, vielleicht verlängern sie ja auch ihr Wochenende. Ah. Ach genau, Taschen soll ich ja besorgen, stimmt. War ja was. Das ist aber interessant irgendwie. Würdest du so was auch mal machen, so irgendwie? Also so Kinderbetreuer in so einem Kindercamp? Weil ein echt guter Freund von mir ist heute auf Klassenfahrt mit 22 Kindern gefahren. Grüße ihn erstmal raus. Lars, alte Hundehütte. Ich hoffe, du hast noch Nerven gerade. Okay. Hab's Gepäck. Endlich. Und ganz alleine, hm? Yep. Da musst du dich dran gewöhnen. Oh mein Gott, du bist so fies. Ich bin ja nur ehrlich. Oh, steht okay, was kommt jetzt? Na, ich merke schon. Okay, du verschweigst mir, was da bei dir und Emma passiert ist, oder? Emma. Na? Ah, mach mal verspielt. Verspielt. Ah, verspielt. Okay. Oh, okay, jetzt bin ich derjenige, der Sachen verschweigt, hä? Huh? Dass Jake was nicht weiß, macht ihn wohl heiß. Nice. Sorry, ich war so beeindruckt von meinem Reim, dass ich vergessen habe, Nein. Du gestehst jetzt mir, dass du total verschossen bist in Ryan. Warte, meinst du diesen Ryan, den Segellehrer mit seiner sexy, uninteressanten Einzelgängermasche, die mich total kalt lässt? Na, da sind wir doch mal verschmitzt. Ah, sexy, hä? Der Hotteste im Camp, ganz klar.
Okay, sicher. Logisch, wir haben die Reihenfolge unter uns Mädels ausdiskutiert, demokratisch. Sie ist Ryan, ich natürlich, dann Dylan, Emma, Abby. Okay. Nick und dann Mr. H und... Okay, hast du sie gleich durch, bitte? Ja, das war's. Das waren alle. Ja, Jake. Sie hat dich einfach abserviert, hä? Ja, okay. Ihr Argument ist so. Wie soll das denn funktionieren mit verschiedenen Unis? Bla, bla, bla. Und mein Argument war so... Was ist mit Fernbeziehung? Bla, 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 bla. Und sie dann so... Jacob. Sogar mit dem Blick, hä? Tja, Computer sagt nein. Mann, sie hat dich echt sowas von um ihr winziges Fingerchen gewickelt. Wie macht sie das nur? Der Computer sagt nein, nehme ich schon. Oh, Entschuldigung. Mach weiter. Tapfer, tapfer. Der Computer sagt nein. Ich meine, oh, eigentlich hat sie recht. Es ist nur ein dummer Sommerflirt. Was habe ich denn anderes erwartet? Mal sehen. Liebe, Stabilität, Verlobung, Ehe, Haus, Kind, Affäre, Kind, Scheidung, Einsamkeit, Alimente, Sorgerechtsstreitigkeit. Überraschende Versöhnung. Leeres Nest, Ruhestand, Enkelkind, 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 Altersheim und schließlich sterbt ihr gemeinsam und werdet zusammen begraben wie diese 1000 Jahre alten Skelette, die in Rom ausgegraben wurden. Kommt das so ungefähr hin? Oh, was für eine... Oh, shit, tut mir leid, das waren Ryan und ich. Hexe. Mal sehen. Ah, hier ist es. Für dich steht da Blowjob. Oh, ich sehe gerade, das ist die allgemeine Männerliste. Na, gibt's Schlimmeres. Okay, und diese Schrottkarre bringt uns auch sicher nach Hause? Caitlin. Ich will's hoffen. Aha. Guck's dir mal an. Noch eine Nacht hier draußen im Nirgendwo überlebe ich nicht. Hey, was dich nicht umbringt... Mach dich nur stärker. Dich will jeder umbringen. Was tut's denn, mein Schwächling? Hey, halt's Maul. okay, also, rein hypothetisch. Wenn ich ein echtes Arschloch wäre und den Wagen hier lahmlegen wollte, damit wir eine Nacht länger hier bleiben, was müsste ich wohl kaputt machen? Tja, wohl einfach die Spritzufuhr. Oder vielleicht den Verteiler sabotieren? Und ja, das wäre ein echter Arschloch-Move. Okay, und wie sabotiere ich den Verteiler? Man nimmt einfach dieses Drehding raus. Unter der kleinen Kappe, wo die Zündkabel hinführen. Die Verteilerkappe! Nein, nicht schon wieder die Verteilerkappe! Ach ja, wie auch bei Man of Medan! Das nicht heißt, dass er sich umentscheiden wird. Glaub mir, sie weiß, was sie will. Ja? Sicher. Sicher, sicher. Das werden wir ja sehen. Psycho-Check. Okay, alles klar. Er zieht's durch. Okay. Ja. Na, Verteilerklappe klauen. Du willst weitermachen mit der Verteilerkappe, ja? Ja, ne, also bevor ich jetzt wirklich die Spritzufuhr kappe, irgendwie, nehme ich lieber die Verteilerkappe raus und... Oh Gott, gerade eben dachte ich, der macht eine automatische Entscheidung. Deswegen, Verteilerkappe, okay. Weg gewählt. Mach's jetzt mit mir, Buddy. Ich bring dich morgen wieder zurück. Wird nicht auffallen. Ja, irgendwie glaube ich nicht daran. Nein. Hier oben, Leute. Was haben die beiden jetzt wieder vor? Hey, Jacob. Was? Nein, Alter, bitte, tu's nicht. Hier, fang. Oh, Nick. Boom. Oh. Okay. Wie geil ist das? Oh, Mann, guter Fang. Freak. Oh. Hätte ich bloß Kohle dabei. Freaks. Ihr seid allesamt Freaks. Oh, endlich. Ich verstehe ja den Technologieverzicht, aber langsam reicht's. Wäre es zu viel verlangt, dass Mr. H die Handys wenigstens auflädt? Du hast immer was zu meckern. Du weißt, dass die Handys nur für Notfälle gedacht sind, oder? Oder ist es für dich ein Notfall, abserviert zu werden? Haha, böse. Ah, wenigstens hatte ich eine Beziehung. Freundlich bleibe ich da. Okay, wie lief denn deine Beziehung in diesem Sommer? Oh, Mann, was ein Konter. Ja, vielleicht ist aber einfach auch nicht jeder so notgeil wie du. Okay, genug von den Schwanzvergleichen. Ich will nach Hause, hm? Wo sind denn die anderen? Warum fragst du mich?
Du weißt doch sonst so Sachen. Was soll ich denn zu so einem Statement sagen? Sag halt, Nick, du bist so ein Genie. Ein solcher Prachtkerl, wie du es bist, kann jede haben. Okay, Alter, ja, träum weiter. So ein Gryffindor-T-Shirt an Verfatzter-Kumpel, Alter. Also, ach, Nick, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird noch aufregend, glaube ich. Aber die Dings, die gefällt mir übrigens. So von ihrer Art und Weise. Ja. Echt, ja? Das gefällt mir. Die ist mir ein bisschen zu zynisch. Ah, ich finde das schön. Die spiele ich auch gerne, wenn du möchtest. Ah, hier haben wir ja Frau Winter. Ist das Frau Winter? Mhm, Ariel Winter. Okay. Oh, sie ist Künstlerin. Und sensibel. Ja, und bei... Hallo, meine Partymaus. Statusbericht. Und wir haben offiziell die Alex, ne? Unser Nest leer. Ah. High five, hopp, hopp. Okay, cool. Oh, yip, high five. Der Tod sagt high five. Oh Mann, du bekommst dein Handy zurück? Holen wir unser Gepäck und dann weg von dieser moskitoverseuchten Absteige. Tür ist zu, Gepäck ist drin. Oh, verdammt. Ja. Tja, ganz klar, was wir zu tun haben. Nach dem Schlüssel fragen? Das Schicksal Richtig. Besiegen. Und mit Schicksal besiegen meine ich, wir besiegen dieses Schloss und schnappen uns das Gepäck. Was hat sie denn für eine hübsche Kette um? Taschen da lassen, einbrechen? Wie? Was ist. Hä? Was sind das für ein Auswahl? Naja, willst du rinnen und deine Taschen holen oder willst du die Taschen da drin lassen und einfach so gehen? Also, wäre ich jetzt in Real Life, würde ich natürlich meine Taschen haben wollen. Also, aber ich würde jetzt nicht deswegen einbrechen. Okay. Legen wir aber los. Wir brechen trotzdem. Aber wehe, wenn das Ärger gibt. Ich werde nichts verraten. Oh, Mr. Hackett, der fährt es eh. Da wird Lamm ist ein Bär oder Kette. Sowas. Wollte ich auch gerade sagen, mit so einem Schloss oben vorne dran? Nein, aber das heißt nicht, dass da keine sind. Dein Punkt. Na gut, dann mal los. Auf drei. Eins. Zwei. Was haben die vor? Durch die Tür? Nein. Okay. Alles wird möglich. Aufgeschoben. Durch positives Denken. Wieso höre ich auf dich? Weil ich immer recht habe? Und du bist sicher, Emma ist stolz denken, auf dich. Bär? Oh mein Gott, hör Ach, auf. Danke, Emma. Wir killen hier doch niemanden. Okay, gut. Ich schau mich nur noch mal um, falls wir was vergessen haben. Nur zu. In Raum 10. Na dann, gucken wir uns doch mal ein bisschen das hier um. Das ist so klassisch. Das sieht so dermaßen wie aus irgendeinem Film aus. Das war doch Klein Izzys. Oh, unheimlich. Packen wir weg. Ich will ein Spiel spielen. Oh nein. Ich werde dich töten. Da lassen. Echt nicht? Ich will nämlich noch nicht mit. Hier, du gruseliges kleines Ding. Oh nein. Ja, du kannst jetzt sagen, Weg aktualisiert. Ja. Nee, der. Also, nee. Ich möchte ein Spiel spielen. Oh, okay. Fällt mir. Ist denn Hasi, verstehst du? Ich will Hasi nicht mitnehmen. Aber ich werde die lausige Federung echt vermissen. Tja, wie lange waren die wohl da? Ich weiß nicht. Sommerferien sind ja in Amerika, glaube ich, immer sehr lange. 3 Monate oder so, oder? Na, keine Ahnung. Dieser Ort machte Schlagzeilen? Aber die sind doch nicht 3 Monate da, oder? Ich hoffe nicht. Mal gucken. Ein Ausschnitt aus der Lokalzeitung, der North Kill Gazette. Sieht nicht gerade aktuell aus. Da steht etwas über einen Brand. War das hier? In Hackett's Quarry? North Kill Gazette, Alter. Schön. Okay. Oh, haben wir uns, glaube ich, jetzt alles angeguckt. Was, oder? Warte mal, hier waren wir noch nicht. Aber hier kann ich auch nichts angucken. Okay. Willst du Hasi wirklich da lassen? Ey, ich will Hasi nicht. Also, willst du Hasi mitnehmen? Jetzt Gott, wir nicht mehr mitnehmen. Nee, wir können ihn zum Glück nicht mehr. Ich will den auch gar nicht. Nein. Wer spielt denn überhaupt? Spielst du die? Spiel ich die? Mir egal. Wie du willst. Dann nimmst du die Asiatin, dann nehme ich hier Alex. Okay. Wo wollen wir denn als nächstes mit Alex hin? Ach, hi.
Weil wir können ja anscheinend hier das ganze, also wirklich das ganze Camp erkunden. Ja, na, wenn ich gehe doch mal hier hoch zu dem Raben, irgendwie, das ist ja am nächsten und dann kann man ja mal zusehen, dass man in die andere Richtung herläuft. Aber der Rabe sagt ja schon, der sitzt ja schon sehr exponiert da oben. Ah, das stimmt. Und sagt, hallo. Nein, gucken wir doch mal. Aber der fliegt auch nicht weg, ne? Also, bleibt einfach da sitzen. Ja, das ist dem Raben wurscht. Das wird seltsam, ohne Dylans Morgenansagen aufzuwachen. Mhm. Warten, ich hab gerade auf den Rahmen geachtet. War da was am Fenster? Ja. Oh nein, was denn? Ein Gesicht, was uns angeguckt hat. Wie, die Frau? Ja, nee, das weiß ich, also nee. Es war ein sehr blasses Geistergesicht. Na super. Oh Gott. Der hat mich jetzt gerade schon wieder... Der hat mich gekriegt. Schön Chris, Camp Crystal Lake. Lass das sein. Weg da. Können wir das jetzt hier uns irgendwie angucken und reparieren oder? Nee, ist ja nichts kaputt. Okay. Gut, gibt's denn hier hinten noch was Schönes? Aber manchmal. Ist das wirklich echt so ein Fan-Camp in so einem Steinbruch oder was? Also das ist doch... Okay. Ja, ist ja ordentlich. So, dann gucken wir doch mal weiter. Also in Raum 10 waren wir ja. Da gibt's ja Hasi. Den können wir ja nicht mehr mitnehmen. Die Entscheidung habe ich dir ja schon abgenommen. Hasi. Möchtest du denn noch in ein anderes Häuschen schauen? Wir können es gerne probieren, aber wahrscheinlich werden wir es gar nicht können. Ne? Wir werden alle zu sein. Na, vielleicht können wir ja wieder einbrechen. Das sieht so smooth aus, ey. Nee, können wir nicht. Okay. Also ich finde halt auch Haare, finde ich, in Videospielen ist halt auch so eine ganz hohe Kunst eigentlich. Ja, irgendwie gibt ja so Videospiele irgendwie, da sind die aufgrund der Engine so halb schwebend immer irgendwie. Egal, wenn du dich bewegst, so hafern die so nach. Aber das sieht schon wirklich, also klar, ploppt halt mal kurz so ein bisschen komisch auf, aber oh, ein Kassettenrekorder. Ein Mixtape. Okay, überhaupt kein gruseliger Scheiß. Eine Aufnahme des Liedes von Hackett's Quarry Camp aus alten Zeiten. Die Technologie hat sich weiterentwickelt, aber der Song ist unverändert. Was war das denn bitte für ein creepy Song? Ich sage es Chris, wenn wir ihn sehen. Oh Gott. Also ich wollte eigentlich nur nach da oben gucken, weil es sah so aus, als ob die Tür so halb offen ist. Nee. Ist alles ordentlichst verschlossen. Meinst du, wir können jetzt nochmal die Kassette nehmen und uns nochmal diesen wunderbaren Song anhören? Das? No. Geht nicht. Gut, also ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt wahrscheinlich die restlichen Türen und Co. denn nicht öffnen können. Ja, wahrscheinlich. Außer du willst, dass wir jetzt hier einmal alle Türen durchgehen. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen... Vielleicht ein bisschen viel, glaube ich, ne? Also bei denen, weil wir haben hier noch ein paar Hütten vor uns dann. Jetzt gucke ich aber mal so an den Hütten selbst. Vielleicht gibt es ja da noch so ein, zwei Hinweise. Oder eine Karte. Also, wir können es ja halt einfach mal so machen. Irgendwie, kleine Frage an den Chat. Habt ihr Lust, dass wir das Spiel eher storyrelevant vorantreiben? Oder sollen wir halt wirklich überall gucken, ob wir alle Tarotkarten finden? Und dann geht natürlich ein bisschen Zeit drauf hier. Schreibt es mal in die Kommentare, bitte. Würde mich mal interessieren irgendwie. Wie wollt ihr, wie wir spielen? Was wünscht ihr euch zu sehen? So. Aber hier an dem Bäumchen ist auch nichts, ne? Nee. Also für mich ist das auch ja kein richtiges Camp, ja? Von mir aus könnt ihr gerne erkunden, schreibt der Junge. Es ist ja kein richtiges Camp, weil ich sehe keine Tischtennisplatte. Aber guck mal hier, da gibt's diesen großen Weißmaterial. Oha. Oh, ja. Summer. Sollte Jacob besser nicht sehen. Oh. Ja, da wurde Jacob und Emma wurde weggestrichen. Leere Fiole. Eine leere Fiole, wie unangenehm, die unangenehm riecht. Okay. Was ist das? Ist das Dylans?
Was Dillons? Was Dillons? Guck mal hier, da steht nämlich Jacob und Emma vor Summer. Ever wahrscheinlich? Ja, Forever ist aber durchgestrichen. Ja. Also 4, Ever ist durchgestrichen und dann steht da einfach nur Summer. Also nur für den Sommer. Ja. Nicht für immer, nur für den Sommer. Oh, guck mal hier. Hier, wir können hier durch den Zaun klettern, pass auf. Dann können wir nochmal eine Runde. Aus der Pool, hör mal, schön. Hast du auch die Wahlerlaubnis der Eltern dabei? Brauch ich nicht. Die Badekappe ist in deinem kleinen kecken Rucksäckchen da hinten drin. Ja, tatsächlich hatte ich mal einen Kollegen, der hat immer so einen Rucksack getragen. Der sah aber nicht aus wie so ein kleines Mädchen, sondern der echt ein relativ breites Kreuz auch. Und dann hängt da so eine Federmappe an von Rucksack auf seinem Rücken. Das sah immer sehr komisch aus irgendwie. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ein lieber Kollege war das. Okay, also hier gab es jetzt eigentlich nichts mehr weiter. Wir gucken nochmal ganz kurz hier, ob ich hier vielleicht noch eine Kleinigkeit übersehen habe. Aber es sieht nicht danach aus. Wir können mal hinter den Häusern gucken, vielleicht. Sind die so. Wie heißt das? Achso, das ist Emma. Wie heißt sie? Emma? Ja. Wie heißen wir denn eigentlich? Na, wir sind doch. Hast du nicht gesagt, wir sind Alex? Naja, Alex hieß in Modern Family. Achso. Verdammt. Warte mal, kann ich das über Escape sehen? Wie sehen wir. Abigail. 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 Wird da gelacht, hä? Was wird da gelacht? Abigail. So wird's hier bei uns in deutschen Landen ausgesprochen. Ich werde jetzt nichts weiter dazu sagen. Ich grinse nur vor mich hin und sage mir Abigail, genau. Oh, Shooting Stars. Na, schauen wir mal. Diesel. Highscore-Liste. Vin Diesel war auch da. Schön. Chesney. Ich glaube, Caitlin hatte den ersten Platz für den ganzen Sommer. Fußball oder was? Shooting Star? Achso, im Schießen oder was? Ich würde sagen, so wie so eine Art Bogenschießen, so Wettbewerbsschießen, oder? Ach, Bogenschießen ist ja auch, ja, stimmt, das ist so ein Klassiker bei den Amis im Kämpfer. Ja. Bogenschießen. Ach, guck mal, mit so einem Caddy sind die da. Und dann gehen wir doch mal zu Emma und sagen hier: Hallo, Emma. Kann es losgehen? Na? Stevie? Ja, also, naja, wahrscheinlich könnte man noch weiter erkunden, aber ich bin für enthusiastisch. Los geht's! Auf geht's! Los geht's? Los geht's. Oh, dann einmal so strecken, ne? So wie man es mal auch macht. Oh, morgens. Ja, wenn du so eine Kette trägst. Komm, fahr mich zurück zum Schloss. Leben. Warum hat die denn. Was du ist denn das, Alter? So dramatisch, anstrengend. Ja, das ist Mode. Ach, das ist Theater. Das wollen die Leute so. Also spielst du es vor? Also, eigentlich heißt Vorspielen nur, du selbst zu sein. Aber lauter. Was? Du solltest es probieren. Wer weiß, wen du damit beeindruckst. Nein. Jetzt ist es eh zu spät. Für was? Dich und Nick? Du erfährst es nie ohne etwas Anregung. Oh, oh, pass auf! Oh, ah. Ja, ich bin am Start. Wow, 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 wow. Sehr gut. Oh. Gut gelenkt, Cowgirl. War flink. Gut gelenkt, Cowgirl. Okay, dann. Rein hypothetisch. Sagen wir, ich gebe ihm eine Anregung. Mhm. Und dann ist er am Ende ein Idiot. Wie bei dir und Jacob. Eigentlich ist er ziemlich süß. Wieso ist dann Schluss? Sommerflirt. Unsere Schulen sind 4 Staaten weit weg. Er sieht's auch so. Ja, klar. Aber zu euch. Du und Nick. Habt vielleicht eine Chance. Hol dir seinen Kontakt. Ruf ihn an. Oh, ich habe seine E-Mail. Sie war in den Papieren vom ersten Tag. Oh. Bist du 93? Warum nicht E-Mail? Ja. Du wirst mir echt fehlen, Abby. Oh, halt, stopp! Oh, aber zur Lodge geht's da lang. Fahr nach rechts. Wieso? Komm schon, Siegesrunde. Eine letzte Fahrt einmal rund ums Camp. Oha. Jetzt bin ich gespannt. Machst du eine Siegesrunde oder zurück zur Lodge? Ja, man muss auch mal das Leben ab und zu mit einem großen Löffel essen. Und ich sage, wir fahren die Siegesrunde. Okay. Da wird was passieren, aber wir fahren sie. Wir drehen die extra Runde. Sieg über was denn? 2 Monate ohne Technologie. Okay, siehst du mal, 2 Monate. Ich finde es ganz schön, auf mich zu sein. Uch, ich nicht. Und meine Fans vermissen mich. Was ist das? Sarah gut? Sarkastisch unterstützen.
Kann ich mir vorstellen. Oh. Machst du unterstützend, ja? Ja, ich mach unterstützend. Ja, die ist eine Liebe. Weißt du was? Okay. Das kann ich mir vorstellen. Abby, war das ein Kompliment? Dein Charme ist ansteckend. Was soll ich da noch sagen? Ich wäre dabei. Ja, bitte. Wenn du zu Hause bist, folg mir und schmetter den Like-Button. Und denk ans Teilen. Okay, ich bereue es jetzt schon. Nein, du liebst mich. Mein Lieblingsplatz. Die Feuerstelle? Die Insel. Wunderbar abgelegen. Das sind unheimliche Scheiße, Alter. Ist das Rauch? Nö. Sollten wir Alarm schlagen? Sieht kontrolliert aus. Ist wahrscheinlich nur Mr. H, der Holz verbrennt, bevor er, naja, das Camp für den Sommer schließt. Ja. Apropos, wir sollten jetzt wohl zurück. Oh ja, falls der Nick einfach ohne dich abreißt. Was? Nein, aber wahrscheinlich warten alle auf uns. Mhm. Alle warten auf uns. Sie warten, ja. Mhm. Nick. Auf uns. Wartet. Alle warten auf uns. Alle. Stimmt. Oh. Okay, und beobachtet werden macht überhaupt nicht Angst. Also wir sind auf jeden Fall nicht alleine. Deswegen haben wir anscheinend die Siegesrunde jetzt gerade gemacht. Wahrscheinlich. Jetzt kommt Dylan dran. Der Einjang. Chill mal, Jacob. Ist okay. Ich hab einen vollen Akku, also... Oh, fuck, Mann. Ah, Idiot. Hat denn keiner hier ein Ladegerät mit? Hier draußen hast du doch eh kein Netz, Alter. Die Funklöcher gehen mir auf den Sack. Du hast Löcher am Sack? Was? Nein! So. Ist okay, ich besorg mir den Saft von Mr. H, bevor... Wir fahren. Eh. Ach, das ist schön. So lustig. Immer diese Zweideutigkeiten. Hey, wo habt ihr gesteckt? Wüsstest du wohl gern. Ignorier sie, bitte. Na los. Nur noch das Gepäck da hochhieven. Oh, hier, lass mich mal. Ich... Krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Ganz sicher? Ich könnte nämlich... Also das wäre kein Ding. Krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Wir kriegen beide die Taschen schon selbst hoch. Oh danke. Gott, das ist unangenehm. Das ist unangenehm. Das Schlimme ist, ich komme mir jetzt gerade vor, als ob ich selbst in so einem Feriencamp wäre. Was? Anstupsen? Okay. Abby, soll ich dir... Ja? Kann ich... Das ist ja schon davor, ich finde das ja auch geil, Alter. Ja, mach, bitte. Schön. Griffendorf, ja, einfach. Und sie freut sich. Ach, ist doch schön. Süß. Ist doch süß. Hey, wo steckt eigentlich Ryan? Wer ist ja, Ryan? Hat sich wahrscheinlich mal wieder grübelnd und mysteriös irgendwo verkraut. Ach, der vor dem Bunker saß und dann Nachrichten gehört hat. Mit den Kopfhörern, genau, da ist er. Steigt da eine Mii-Party? Ja, hab mir einen Podcast angehört. Oh, Podcast, nice, sehr cool. Welches Thema? Massenmörder. Oh, ja. Den kannst du spielen. Wenn du willst. Den soll ich spielen? Na, du hast ja schon angestupst. Ach so, ja, gut. Was sind wir denn? Abwehrend, lass andere in Frieden oder freundlich? Geht's um mich? Bin ich freundlich. Geht immer um mich. Ja, welches Thema? Geht's dabei um mich? Du denkst, es gäbe einen ganzen Podcast über dich? Das ist selbstverständlich. Wenn hier jemand Podcast-Potenzial hat, dann ich. Ja, und der Podcast wäre, holt euch den Look und miecht wie ein Po. Oh mein Gott, du bist so kindisch. Aber ich sehe nicht aus und riech wie ein Po. Nein, es geht um... Was? Paranormale Vorkommen. Die Episode handelt von hier. Weird, oder? Die Hexe von Hackett's Quarry. Die was von wessen was für ein Ding? Was ist die Hexe von Hackett's Quarry? Kennst du etwa nicht die Hexe von Hackett's Quarry? Sonst würde ich wohl nicht fragen, Vollhorst. Erzähle von der Hexe von Hackett's Quarry. Ich denke, sie interessiert sich nicht für die Hexe von Hackett's Quarry. Hört ihr jetzt bitte auf mit der Hexe von Hackett's Quarry? Immer. Hackett's Quarry. Hackett's Quarry. Ist nur... Eine Camping-Story für die Kids. Hier ist angeblich diese Oma bei einem Feuer vor ein paar Jahren krepiert.
Sie ist im Wald. Sucht nach ihrem verschollenen Baby. Oh Gott. Und es heißt, sie würde flüstern. Und so weiter. Und sie fliegt dann so durch den Wald, halt typisch Geister. Klar. Und manche sagen, wenn es ihr gelingt, dich zu fangen, verwandelt sie dich in ihren Sohn. Oder killt dich. Oder so irgendwie. Naja, ist nicht richtig klar. Das war die Hexe von Naked Squarry. Du bist bekloppt. Ist alles aus dem Podcast, Mann. Coole Story, Bro. Komm, unterstützend. Geil. Unterstützend. Ohne Scheiß, Leute. Ihr hättet die Gesichter der Kids am Lagerfeuer sehen sollen. Gezeichnet fürs Leben. Ja, ich meine, nicht fürs Leben. Solche Geschichten sollte man ernst nehmen. Der Scheiß ist echt. Das ist Bullshit. Was hängt dir da rum, Hecketiere? Ja, sind gleich durch, Mr. H. Hopp, na los. David! Schwingt endlich die David! Hilfe. Sorry, Mr. H. Wir hatten noch Gepäck zu befreien. Hör auf. Wir wären schneller, wenn hier nicht jemand die Leute mit seinen Gruselstories beeindrucken wollte. Du hast gefragt. Gruselstories? Die Hexe von Hackett's Quarry. Oh, ist noch beim Zahnarzt gewesen, oder? So ein hey, bisschen Sie haben den noch den drin. Wertschlüssel, Mr. H. Ganz schön. Das ist wohl so. Mein Gott. Ich vergesse noch meinen eigenen Kopf. Bin dann noch mal im Büro. Kommst du bitte kurz mit, Ryan? Okay. Yo, Mr. H. Was denn, DJ Dylan? Kann ich mal kurz in die Ladestation? Ich brauche ein Diffuser unterwegs. Nein, geht nicht. Das ist immer so geile Sequenz. Hey, aber das ist voll uncool. Bitte, das ist super uncool. Hey, Mann. Junge, ich bin der coolste verdammte Bro auf der ganzen Welt, Mann. Ich brauch nur Tunes für die Fahrten, Mann. Okay, jetzt hör auf. 5 Minuten? Nur 5 Minuten, das wäre genug. Mann. Mann. Er sagte nein, Dylan. Okay, ich nein, weiß, verliert die Geduld. Wir sehen uns am Van, okay? Das ist erstaunlich, wa? Irgendwie. Naja, ist der Akku alle, wird mal zittrig. Wa? Ja, oh, mein Akku, Mann! Mein Handy! Er kann ganz schnell gehen auf einmal. Ja. Du, Chris, ich. Der Chat kann ja mal schreiben, irgendwie. Wie lange würdet ihr ohne Handy aushalten? Einfach mal, ich bin schätzt doch nicht mal. Gefeuert. Und seid ehrlich. Seid ehrlich. Ich wollte dich nur was fragen wegen. Sekunde, Partner, ich muss da kurz rangehen. Oh. Na klar, mach okay. Mal. Oh, sorry. Hallo? So, du spielst jetzt übrigens Ryan, ne? Ich bin Ryan, ich bin der kleine Spitze. Okay, Podcast ja, an. Lausche, lausche. Hör mal. Du willst lauschen, ja? Okay. Na, aber Podcast können wir auch nachher hören. Ich muss aufpassen, sonst. Die sind bald weg von hier, okay? Du machst es aber ganz schön knapp. Wir wollen doch... Kein Grund für so einen Stress, okay? Es wird schon alles gut gehen. Bobby und ich sind bereit. Wenn er in der Gegend ist, kriegen wir... Das hält uns doch nur auf. Du weißt es, ich weiß es. Nein. Nein, sollte ich das? Er meldet sich nicht. Wenigstens ist er nicht im Weg. Apropos, je länger ich hier telefoniere, desto länger dauert es, bis ich die Kids los bin. Ja, aber klar, adios. Ja, klar. Junge schreibt, ohne Handy ginge schon. Ich würde mich nur hoffnungslos verlaufen ohne Maps. Das war dran. Sorry, das war dran. Kenn ich auch ein. Ich wollte nicht lauschen. Ich hab nur... Chris ist von dir enttäuscht. Gewartet. Also ich meine, ich hab gehört. Ich hab nichts verstanden oder so. Alles cool, Champ, bloß komm rein. Sorry, das rausschicken tut mir leid. Kann ich helfen... Beim Schlüssel suchen? Nein, Ende des Sommers, bisschen busy. Also was, du wolltest was fragen? Oh, ja, es war wegen der Animationsschule. Was denkst du, sollte ich tun? Richtig. Also, lasse ich dann besser meine Schwester bei meinen Großeltern, wenn ich auf dem Campus wohne? Hä? Meine Mom ist eigentlich nie da und dann ist Sarah ganz allein. Unsere Familie ist eh schon so klein. Familie ist sehr wichtig, Ryan. Kacke.
Na? Hm. Das ist wichtig für mich. Mama frustriert. Okay. Das hier ist wichtig für mich. Weißt du, was mir wichtig ist? Der Erfolg unseres Sommercamps. Oh, hier ist unser Ton nicht. Wir müssen die Verluste vom letzten Jahr rausholen. Ängstliche Kids vermiesen mein Business. Eltern rufen entsetzt bei mir an. Albträume, Daumen lutschen, Bettnässen. Denk da besser mal dran und erzähl nicht so einen Scheiß über die Hexe? Die Hexe von Hagrids. Schalt dein Gehirn an, Champ. Das Ding da oben. Na? Stevie? Wir haben Stevie verloren. Oh, einmal kurz nicht aufgepasst. Ich muss da kurz mal mein Headset anschließen. Gleichgültig, nur so eine Story. Hilf mir mal ganz kurz, ich hab grad den Anschluss verpasst. Es geht darum, von wegen, dass er Anrufe bekommt von den Eltern, dass... Ja, achso, wegen Bettnissen, achso, ja. Genau. Wegen der Geschichte, die er da erzählt hat. Ja, entschuldigend. Dann mach entschuldigend. Komm, wir wollen ja die Wogen glätten. Ah, okay, entschuldigen. Sorry, das ist nur, um nachher nochmal nachzubohren. Wusste ich nicht. Keine deiner Handlungen bleibt ohne Folgen. Das muss dir bewusst sein als Betreuer, als Leader. Als Leader? Singt doch schön Kumbaya zusammen, okay? Was ist das? Ja, kennt ihr denn Kumbaya nicht mehr? Gibt's nicht. Ich werd älter als meine. Ich hab grad was getrunken, ey. Oh Gott. Was ist das? Sag schon, Chris, was ist los? Ich will euch nur in Sicherheit wissen, bevor die Sonne untergeht. Der weiß doch irgendwas. Der weiß doch was. Skurril. Na? Danke für den Follow, Weed Smoking Zombie, und ich bin der Meinung, wie es wer dahinter steckt. Dankeschön. Gripseed. So, wie sind wir denn jetzt? Wissbegierig oder doch eher? Natürlich bin ich wissbegierig. Ich will sofort wissen, wieso. Okay. Wieso? Es wird dunkel, Ryan, und dann sind die Straßen gefährlicher. Und Sicherheit ist der erste Schritt zum Spaß. Gib mir eine Welche Minute. Broschüre stand das denn, Alter? Oh. Guter Gott, verdammt, wo sind sie? Aha, wen haben wir da? Wer ist das? Grüßt du bitte auch Caleb und Kelly von mir? Die sind einfach gegangen. Ach, du siehst sie doch nächstes Jahr. Caleb arbeitet am Shortplatz außerhalb der Saison und Kaylee weiß noch nicht so recht, was sie will. Hat ja noch ihr Leben vor sich. Die beiden kommen und gehen einfach, wie sie wollen. Teenager, habe ich recht. Eigentlich hätten wir sie beim Packen gebraucht, weil Leute fehlen. Hey, ihr kamt doch gut zurecht. Aber ich sag den beiden, dass du sie vermisst hast. Sind wir jetzt irgendwie ich steh am dicke Van, mit dem oder was? Also, meine Hose. Ich versteh's auch noch nicht so ganz. Also, komisch. Ach, guck mal, das ist der Schlüssel. Nur eine Kaffeetasse, natürlich. Aha. Da sind wir halt. Vergesse ich auch immer meine Schlüssel. Was mich auch verwundert hat, ist, dass er ihn gefragt hat wegen diesem Animationslehrgang, Schulung, ja, was er mit seiner Family machen muss. Also irgendwas muss er da... Ja, wahrscheinlich, muss er, sein. Er möchte in seine Fußstapfen treten. Er möchte ebenfalls wahrscheinlich bring irgendwann Leader dieses Camps werden. Nicht rumtrödeln. Nicht rumtrödeln. Sag, Captain, ich such mal eine halbe Stunde meine Schlüssel. Wie kommt es, dass du deinen Faun wieder hast und wir noch nicht? Ich hab's nie eingereicht. Hättest du es vorm Abgeben ausmachen sollen, Dylan? Das sind die Regeln, du Noob. Du Noob. Was passiert ist, ist passiert, Mann. Gut, dann steig jetzt endlich in den Minivan, denn da draußen wartet das Leben. Also, los geht's. Aber Ryan ist wirklich, der schwitzt ganz schön da. Ja, was ist denn? Oh, Verteilerkappe! Alter, ich denke, Verteilerkappe! Ich glaub, springt nicht an, Mr. Elf. Ja, das sehe ich. Ja, Alter, das Ding ist kaputt. Okay, lass mich mal. Aber ich sag doch, das bringt nichts. Oh, vielleicht machst du was falsch. Vielleicht machst du was falsch. Ach, fick dich. Hört auf! Aufhören alle beide! Shit.
komm, okay, komm, Alter, schon. Chill. Chill, Alter. Als ob er ihn rausgezerrt hätte. Aber ich glaube, die haben auch so einen Katalog an Jugendwörtern gehabt. Ihr Kids sollt alles checken. Haben wir. Es sollte funktionieren. Tja, von könnte und sollte haben wir jetzt aber nichts, oder? Alter, ja, das sieht aber verdammt richtig aus. Ey, chill mal deine Base. Okay. Okay, ist doch nichts dabei, okay, Alter. Wir bleiben noch eine Nacht hier. Nein! Du, stopp! Lass mich denken. Ja, wir wissen ja auch nicht, was kommt. Also, ne? Vielleicht rastet der ja zugrunde, ist mit Grund aus, ne? Gott! Okay. Verdammt. Schon wir meine Hand an meinem Taschenmesser. Was? Ja, du hast recht. Okay. Whoop. Es geht einfach an so ein kuppelflogendes Ding. So beim Verkacken einfach so. Hey, Ryan. Komm mal kurz. Komm mal kurz, Ryan. Oh, was ist denn? Sag mal, ist Ryan hier sein Best Buddy? Sein Attaché? Sorgt dafür, dass heute Nacht alle in der Lodge sicher sind. Schließt die Türen. Keiner rein, keiner raus. Nicht einer, okay? Okay. Ich bin bestimmt morgens wieder da. Und bringe euch dann alle raus. Aber es darf wirklich niemand rausgehen. Kannst du mir das versprechen? Nein. Also eigentlich... Ja, komm raus mit der Sprache. Ich werde zwar jetzt keine Antwort kriegen, aber so leicht lasse ich mich hier nicht abspeisen, Freundchen. Also willst du unsicher, ja? Ich nehme unsicher. Okay. Warte, wir dürfen nicht rausgehen bis zum Morgen? Wieso? Wo gehst du hin? Ryan, ich bitte dich, vertrau mir. Ich vertraue dir auch. Kannst du das? Oh, bitte, lass dich doch nicht abspeisen. Schließ die Türen! Und um Gottes Willen, seid leise! Seid leise! Schreit das schon so raus. Das ist der Hammer, Alter. Oh, das ist eine Situationskomödie, die mir so gefällt. Wunderbar. Also, was sollte die Nummer? Er sagt, wir sollen reingehen. Und drinnen bleiben bis morgen. Du verarschst mich. Du verarschst mich. Was sollen wir denn tun? Wir gehen jetzt besser rein, wie er sagt. Wir können reingehen bis zum Morgen. Ja. Oder? Oder? Wir können es lassen. Wir machen Hard Party. So. Deine Entscheidung. Ja, naja, ich... Ja, er ist anscheinend aber auch so ein bisschen der Boy von Chris. Aber ich bin auch neugierig. Was soll das werden? Ich meine, auf ihn hört jetzt eh keiner irgendwie. Also. Ja, das dachte ich mir auch von wegen. Ja, sorgt dafür, dass alle drinnen bleiben, als ob irgendwer auf ihn hier hört. Also, was soll das werden? Komm. Okay. Neugierig. Was soll das werden? Kein Mr. Hackett oder kreischende Kids. Nur ein Haufen Erwachsene. Bereit mal so richtig, die Sau rauszulassen. Erwachsene. Oh, geile Idee. P-A-R-T und Y. Die Sterne scheinen gut für uns zu stehen, yo. Okay. Das letzte epische, unvergessliche Lagerfeuer zusammen. Das letzte epische Lagerfeuer. Oh, Alter. Fuck ja, bin dabei. Nick, du auch. Ich mach mit. Dylan auch, offensichtlich. Kumpel. Caitlin? Als ob's zur Diskussion steht. Ja, okay. Was sagst du? Ja, klar. Mr. Hackett schien's wirklich wichtig zu sein mit der Lodge. Wollte uns Schiss einjagen. Weißt du, wie Ryan mit seiner Gruselstory. Warum sollte er das machen? Das sieht so unheimlich gut aus, diese Grafik, ey. Angespannt. Ja. Ich glaube, er hat Schiss oder unterstützend. Er macht sich Sorgen um uns. Naja, er macht unterstützend, er macht sich Sorgen um uns. Ja, aber muss er so stimmen. Ja, ja, aber ich muss auch ganz ehrlich mal dazu sagen, ich hätte wahrscheinlich auch Party gemacht an deren Stelle. Also mir wäre das auch in dem Moment völlig egal gewesen, was der Typ mir vorher erzählt. Aber okay, unterstützend. Ich hätte es anders gemacht. Ich hätte auch ein Live-Feuer gemacht. Aber drin, Mann! Drin!
Er macht sich einfach Sorgen um uns. Kein großes Ding. Okay, ja. Yeah. Nein, Party. Ich meinte nicht. Ja, Party, genau. Okay, stumpf der Typ. High five, los, schlag ja, ein rein. Hey, Party. Oh. Geil, komm. Ich hab versprochen. Echt? Er ist Nerd, ja. Ihr habt versprochen. Er möchte doch Leader werden. Hey, sorry. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass ich den Dylan spiele. Alter, er erfährt's nie. Ich weiß nicht. Nein, nein, Alter, wir checken's, okay? Du willst brav sein für Daddy. Für Daddy? Okay, komm. Ja? Da bin ich doch defensiv und sage nicht, jeder ist so scheiße. Okay. Ja, ist halt nicht jeder so scheiße. Oh. Wisst ihr? Ihr könnt machen, was ihr wollt. No. Ich mach, was Chris gesagt hat. Ryan, komm schon, Mann. Warte. Und der Ryan macht's okay, auch keinen Spaß. Okay, okay, Hacketiere. Partyplanungskomitee, los geht's. Okay, fangen wir an. Nick und Abby, ihr geht Feuerholz besorgen. Emma und ich plündern zusammen die Vorratskammer. Und Dylan, du kannst, ich weiß nicht, versuchen unsere Handys zu laden oder so. Okay, los geht's. Ist aber schön, dass er auch selber die Leute so einteilt, ja? Also ich und Emma, wir gehen was zu essen besorgen, was ist das? Oh, Sniper-Elite. Nein. Was passiert da? Ah, Mr. Henriksen. Oh Gott, und Psycho-Bill. Okay, blutbesudelter Psycho-Bill. Oh. Oh. Alter. Oh Gott. Alter. Ja, genau. Die Jagdsaison wurde eröffnet. Jagdsessions. Hunting Season. Oh. Krass. Oh Gott. Oh. Ich hab gehofft, dass du zurückkommst zu mir. Mhm. Lass sehen, was du hast. Gleichgültigkeit. Die Mäßigkeit. Die Mäßigkeit. Das heißt Balance, Ausgewogenheit und Ausgleich. Das ist eigentlich was Gutes. Oder du schwelgst in Exzessen. Mäßigkeit. Du hast die Wahl. Aber merke dir, manchmal führt Mäßigkeit zum Gewinn in deiner Zukunft. Was? Ich kann dir noch mehr zeigen. Wenn du willst. Wollen wir noch mehr sehen? So, also, die Frage geht wieder an den Chat. Wollen wir mehr sehen? Einerseits das und andererseits, ganz kurz, solange der Chat jetzt gerade kurz entscheidet, ist dir mal aufgefallen, dass bei der letzten Entscheidung, die wir uns angesehen haben, na, da ging es ja auch um das Auto mit dem Reparieren, das ist ja dann in Brand gegangen. Wir haben ja aber uns ja genau dagegen entschieden. Ne? Also du hast ja gesagt, Verteilerkappe und nicht hier Benzinstoff durchschneiden. Genau. Genau. Welche Auswirkungen hat das? Wenn wir es anders machen, als sie uns denn unter mehr sehen quasi zeigt. Also wir wissen es natürlich noch nicht, aber... Naja, letztendlich ist es ja natürlich halt wie bei den Dark Anthology oder Dark Picture Anthology, dass du ja... Es ist ja kein handfester Hinweis, den du bekommst. Es ist halt eine Vision, eine mögliche Vision von irgendetwas. Mhm. Wie die Verzahnung oder die Verstrickung dahin passiert, ist halt natürlich... Hängt von zu vielen Faktoren ab, irgendwie, um dass man jetzt halt wirklich klar sagen kann, das schließt du jetzt aus oder das peilst du jetzt genau an. Also ich hätte jetzt auch nicht, ich habe mich jetzt auch nicht für die Verteilerkappe entschieden, weil ich jetzt wusste, oh Moment, da war ja das Auto, was brennt. Habe ich nicht im Hinterkopf gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich gehe mal von aus, du hast es extra genommen, weil halt das Abschneiden quasi macht ja das Auto wirklich out of order in dem Fall. Also der Schaden wäre höher, genau, richtig. Genau. Hör mal, da ist ja alle Kfz-Meister in mir durchgekommen. Ich sag Quatsch. So, Emma sagt, klar,
gib mir mehr. Also, wir wollen mehr sehen. Give me more. Darauf habe ich gehofft. Na, darauf hat sie gehofft. Und? Mal gucken, was wir jetzt sehen. Ah, ja. Munition? Oder was? Okay, ja, ja. Das, du gehst besser. Das sah aus wie Munition. Es ist noch früh und der Mond scheint hell, aber die Zeit wartet nicht. Nicht auf die, die erzählen wollen. Sei wachsam. Gib gut auf dich Acht. Okay. Und suche nach meinen Karten. Ja, okay. Also die Karten sind anscheinend extrem wichtig. Und ja, ich bin gespannt.